zum Brandenburger Tor. Ja, ja, schon mal. War die 81 das letzte Mal? 81 war das letzte Mal beim Brandenburger Tor und ja, jetzt wieder demonstrieren. Ja, damals war ich nicht als Demonstrant, da habe ich als Besucher von West-Berlin. Hm. Und jetzt fandst du es so wichtig, auf die Straße zu gehen gegen die Politik, die aktuelle katastrophale Politik für den Mittelstand, für die Landwirte, für die Menschen im Land? Ja, klar, weil wenn wir so weitermachen, dann wird das mal ein ganz gräusliches Ende. Was würdest du dir für Veränderungen wünschen? Ja, schwierig. Mehr Ehrlichkeit, weniger korrupte Politiker, weniger Lobbyismus, wo denen sagen, was sie machen sollen. Und das würde ich mir wünschen, aber schwierig zum Bekommen, sowas. Der Habeck wünscht sich ja jetzt Freihandelsabkommen. Mit solchen, über so einen Namen Redegeiter, jemand, der sagt, er hat mit Deutschland noch nie was zum Tun gehabt, mit solchen Leuten, die nehme ich halt mal für voll, eher im Ansatz. Denkst du, nach der nächsten Wahl werden die Grünen Geschichte sein? Das Ziel verbringst du nicht los. Was sagst du dazu, dass Donald Trump Präsident geworden ist? Wird sich das hier ändern, ja, zum Positiven, zum Negativen für uns, für also die Deutschen? Viel, viel schlechter wie unsere fünf Hauptpolitiker ist der Trump heute. Was wäre denn das wichtigste Thema deiner Meinung nach, also spezielles Thema, was sofort geändert werden sollte? Jetzt muss man mal einen Schnitt machen und schauen, wo der Kübel die ganzen Löcher hat. Wir haben eine gigantische Steuereinnahme, uns reicht nirgendwo mehr hin. Das ist wie wenn du einen Kübel trägst, der verrostet ist, hat lauter Löcher und den trägst du dahinter. Und dann fast eine Billion an Steuereinnahmen, ne? Ja, was machen die mit der Kohle? Da merkst du, dass alles untergraben worden ist von allen Banditen. Und die Politiker sind halt eher ihre billige Handlanger, die kriegen nochmal eine Brotzeit oder irgendwas. Ja. Oder eine Reise. Ja. Ja, der Seehofer hat das ja auch mal gesagt, dieses Zitat, wie war es noch gleich, dass die Politiker eigentlich gar nichts zum Sagen haben. Ja. Zweimal war der Seehofer ganz ehrlich, das war bei dem Spruch, wo du jetzt gerade gesagt hast, dass die Entscheidung auch andere treffen. Und das zweite Mal war 2016, wo die Migrationssache losgegangen ist, das sagte er als Ministerpräsident, er hätte nie geglaubt, dass es sowas gibt, dass man alle Gesetze umgeht und umfährt. Das war 2016. Aber das Problem ist halt einfach das, oder ich sage so, du bist ja sofort ein Rechter, ein Rassist oder sonst was. Meine Meinung ist, wenn das einer zu mir sagt, der kann zu mir alles sagen. Wir müssen dieses Land tacheles wieder neu ordnen und stabilisieren, sonst haben wir demnächst Zustände in dem Land. Und das wollen wir doch nicht. Zumal ja viele auch doch irgendwie verunsichert sind mit den Begriffen rechts und links. Früher war es ja links für Frieden zu sein. Viele Leute gehen heutzutage für Frieden auf die Straße und werden als Rechte bezeichnet. Genau, jetzt hat sich ganz verdreht. Und das, was die AfD halt macht, das hat vorher die CSU gemacht. Strauß hat gesagt, von mir rechts gibt es nichts mehr. Und man benutzt dieses Wort oder die Wörter gegen AfD, rechts oder Extremismus, die verwendet man, um die Leute abschieben zu können. Aber es wird dann früher oder später nicht mehr gelingen. Spätestens dann, wenn die Kühlschränke leer sind und die Bankkonten leer sind. Ja, es fängt ja langsam schon an, wenn man sieht, wie die Wirtschaft hier bankrott geht. Also welche großen Firmen sich hier verabschieden. Ja. Und die kommen nie mehr zurück. Das sind ja Sachen, die wurden über Generationen aufgebaut, ja, und das kann man nicht so schnell wieder aufbauen. Ne? Das war unser Aushängezeichen und ja, es ist furchtbar. Es tut weh, ich bin jetzt 62. Um mich geht es gar nicht, mir geht es um meine Kinder und drei Enkel habe ich. Und solche Sauzustände, das geht einfach nicht. Ja, wir sind ja nicht das Land, das jetzt die Rohstoffe hat. Eigentlich war das immer das Land mit dem Know-how und auch das findet man jetzt heutzutage nicht mehr. Dummheit und Gutmütigkeit, die liegen ganz nah beieinander. Sehr gut gesagt. Das lasse ich mal als Abschlussstatement. Ja. Danke dir. Ganz herzlichen Dank. Danke dir.